Ich werde jetzt kurz erklären, wie das Portfolio für Link erstellt wird. Es soll am Schluss etwa so ausschauen. Es gibt oben ein Fototagebuch mit Bildern im Facebook-Cover-Format. Darunter diese drei Blöcke, die sind freiwillig. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du die trotzdem machen würdest. Und darunter gibt es das Link-Lernjournal mit einem Eintrag für jede Woche. Ich habe nur zu Demozwecken nur einen Eintrag gemacht hier. Und nochmals darunter das Lernjournal, falls du freiwillig noch die MOOC besuchst. Dann legen wir mal los. Ich bin schon eingeloggt auf Mahara hier und öffne hier oben rechts den Wegi-Burger. Da gibt es den Punkt Erstellen mit den Ansichten, Dateien und Blocks. Die drei werden wir jetzt dann immer wieder brauchen. Im ersten Schritt erstelle ich mal die Blocks. Das sind Lernjournale. In unserem Beispiel, ich kann da einen neuen Blog anlegen. Sage dem Lernjournal Link Demo. Und habe schon mal vorbereitet hier. Ich kopiere da oft auch einen kurzen Satz hinein zum Kurs oder zum Thema, was da behandelt wird in diesem Lernjournal. In dem Fall einfach diesen kurzen Satz über Link Blog anlegen. Und schon ist das erledigt. Wenn du jetzt die MOOC, das Lernjournal für die MOOC noch brauchst, machst das gleiche noch einmal und legst dir einen für die MOOC an. Dann im zweiten Schritt eröffne ich hier unter Dateien ein Verzeichnis, in dem ich dann die Fotos ablegen kann für das Fototagebuch. Fototagebuch. Für Link. So, Verzeichnis anlegen. Gibt es hier unten einen neuen Ordner, da gehe ich gerade hinein. Größer vielleicht die Schrift machen, so, dann sieht man es ein bisschen besser. Und jetzt, indem ich hier den Haken anwähle, auf Durchsuchen gehe, kann ich mir gerade dieses erste Foto für die erste Woche hochladen. Und es liegt jetzt tatsächlich hier unten in diesem Ordner Fototagebuch Link. Das waren die zwei Vorarbeiten. Ich habe jetzt den Ordner für die Bilder, für das Fototagebuch und das Lernjournal, wo ich dann jede Woche meine Erfahrungen zu Link niederschreibe. Dann gehe ich wieder auf diesen Wegi-Burger und dieses Mal nehme ich beim Erstellen den Punkt Ansichten und Sammlungen. Und dort füge ich eine neue Ansicht hinzu. Es gibt da immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Sammlung wäre, wenn ich mehrere Ansichten zusammenfassen möchte, wie einem Ordner mit verschiedenen Reitern. Das sind auf die Reiter dann die Ansichten. Das möchte ich jetzt nicht tun. Ich möchte eine neue Ansicht. Ansicht ist eigentlich ein bisschen ein Wort für Portfolio. Als Titel, kann ich gerade kopieren, verwende ich Link Portfolio von Martin Vögeli. In Klammer noch. Demo. Zwei, ich habe glaube ich schon eine. Ja, vielleicht geht das trotzdem. Und das ist gerade gut. Speichere das ab. Super. Jetzt habe ich eine leere Ansicht. Da ist nichts drin. Und bevor ich da jetzt Sachen hinzufügen kann, muss ich hier oben, nein, ich bin automatisch im Editiermodus, habe ich jetzt nicht mehr im Radar gehabt, also ich kann direkt auf Plus gehen hier oben und einen neuen Block hinzufügen. Könnt ihr sagen, ob das oben in der Ansicht oder unten in der Ansicht erfolgen soll, wenn nichts da ist, kommt es nicht darauf an, also einfach hinzufügen und als erstes mal immer wieder auf Mehr klicken. Dann kannst du mal ein bisschen erkunden, was es da alles für verschiedene Blöcke gäbe. Ich brauche jetzt als erstes die Bildergalerie. Und die nenne ich Fototagebuch. Ist noch gut, wenn man das Beispiel immer offen hat, kann man daneben gerade immer wieder die Texte kopieren. Dann hier bei diesem Ordner Fototagebuch Link gehe ich da auf den Haken. Damit ist die Quelle der Bilder ausgewählt. Dieser Ordner
dient als Quelle. Also alle Bilder, die da drinnen liegen, werden dann in diesem Fototagebuch angezeigt. Nach unten scrollen und beim Stil die Dia-Vorführung wählen und bei der Breite die Zahl 1170. Das ist die größte Zahl, die da möglich ist. Ich habe es mal ausprobiert. Und speichere die Ansicht gerade ab. Und oh Wunder, da erscheint mein Fototagebuch, das erste Bild, schön dargestellt. Jetzt möchte ich sie in die ganze Breite bringen, dafür einfach hier diesen kleinen Pfeil packen und zur Seite ziehen. Bis da nicht mehr weitergeht, dann loslassen, dann schrumpft es automatisch auf die Breite. Wenn du das auch nach unten ziehst, gibt es unten einen weißen Rand. Das würde ich eher verhindern. Darum einfach beim Ziehen darauf achten, dass du oberhalb vom Bild bist, so jetzt hier und zur Seite gehen. Und dann wird es automatisch der maximalen Größe angepasst. Dann nochmal auf das Plus gehen. Und jetzt dieses Mal ist unten richtig, weil ich möchte das Lernjournal unter dem Fototagebuch haben. Hinzufügen. Und auch wieder auf Mehr klicken. Und beim ersten Klick kommt gerade hier Blog. Dann brauchen wir jetzt unbedingt Blog nehmen, nicht Blog-Eintrag. Da könnte man einfach einzelne Beiträge aus dem Blog holen. Ich möchte aber immer den ganzen Blog anzeigen mit allen Einträgen. Darum Blog wählen und als Titel Lernjournal. Link-Demo hat er sogar noch sich erinnert. Und wo habe ich den gemacht? Da unten Link. Lernjournal Link Demo. Dann nach unten scrollen, bei Blog-Einträge pro Ansicht 999 eingeben, dann werden sicherlich immer alle Einträge angezeigt. Und das ist es schon, speichern. Genau, wieder das gleiche Spiel wie vorhin, diesen Pfeil hier packen, schön zur Seite ziehen, bis du über dem Rand bist, dann loslassen und das Lernjournal ist ebenfalls in der Ansicht drinnen. Du kannst jetzt jederzeit auf neuen Eintrag klicken und den ersten Beitrag für die erste Woche zum Beispiel schreiben. Das geht übrigens nur, wenn du im Bearbeitungsmodus bist, der Ansicht. Wenn ich jetzt auf diesen Fernseher hier gehe, auf diesen Bildschirm, da wechsle ich in die normale Ansicht. So sieht das aus jetzt, dass diese vorbereitete Ansicht. Ah, das ist auch noch wichtig. Diese Seite zur Beurteilung einreichen an, das bitte nie verwenden. Das werden wir nicht verwenden. Wenn du das verwendest hier und auf Absenden klickst, dann wird die Ansicht für dich gesperrt. Du kannst sie also nicht mehr verändern. Und das ist ja dumm, wenn du vielleicht doch nochmal was ändern müsstest. So auf die Schnelle. Darum nie die Seite einreichen. Wir werden ein anderes System verwenden, um diese Ansichten freizuschalten, damit ich sie und die anderen Studierenden, also deine Mitstudierenden, die sich anschauen können. Genau, wenn du dann so, jetzt noch, hier sieht man jetzt auch übrigens, da kann man keinen neuen Beitrag mehr erfassen beim Lernjournal. Das geht erst wieder, wenn ich da auf den Bleistift gehe. Da der Bearbeitungsmodus. Und sobald die Seite dann da ist, gibt es hier wieder einen neuen Eintrag. Gut, was wir jetzt auch noch tun müssen, ist das Freischalten für die Leute, die sich das anschauen dürfen. Dafür braucht es jetzt zwei Schritte. Zuerst musst du dich für die Gruppe Link 2020 eintragen, als Mitglied eintragen. Und danach kannst du diese Ansicht für die Gruppe Link 2020 freischalten. Dann kann ich und die anderen Studierenden können sich das dann anschauen. Dafür der erste Schritt ist wieder WG-Bürger. Dann mitmachen, aufklappen und dort zu Gruppen gehen. Hier, man bekommt automatisch die Gruppen, in die man eingetragen ist. Bei mir sind das alles alte Linkkurse und auch schon der neue Link 2020. Da muss ich es mit einer anderen Gruppe zeigen, die man sich in die Gruppe einschreibt. Dafür öffne ich hier diese Auswahl und gehe zu alle Gruppen. Suche dann Demo. Das ist nur als Beispiel, damit ihr seht, wie es geht. Ihr müsst euch die nicht in diese Gruppe anschauen. Ihr schreibt euch in die Link-Gruppe ein. Dann nach unten scrollen und da sehe ich eine Gruppe, Demo löschen und so. Jetzt Mitglied werden. Das müsstest du jetzt anklicken, wenn das Link 2020 wäre.
Darum zuerst hier auf alle Gruppen wechseln, dann hier oben Link mit Doppelpunkt Link suchen. Dann kommen alle Linkkurse und hier müsstest du jetzt auf Jetzt Mitglied klicken. Ich kann das eben leider schon nicht mehr, weil ich da schon Mitglied bin. Gut, dann zurück auf das Dashboard würde gehen oder erstellen, Ansichten und Sammlungen. Und da gibt es jetzt irgendwo die Demo-Ansicht. Ich nehme mal an, es ist die hier, die neueste. Und da gehe ich jetzt auf Bearbeiten. Also diese drei Punkte und dann Bearbeiten wählen, dann bist du direkt in der Ansicht wieder. Da gibt es jetzt dieses Schloss für das Teilen. Da draufklicken. Dauert auch wieder einen Moment. Und freigeben für, da wählst du dann hier, sollte das bei dir dann erscheinen, Link 2020 und wichtig am Schluss abspeichern. So. Jetzt ist diese Ansicht freigeschaltet für die ganze Gruppe Link 2020. Genau, dann wieder auf die Ansicht wechseln. Dann kannst du hier oben diese URL, diesen Link, ePortfolio.php, View, PHP und so weiter, mit am Schluss einer Nummer, ausschneiden und nochmal auf Moodle wechseln. Geh da auf die Übersicht von diesem Kurs. Scrolle weit nach unten, nicht weit, bis zum ersten Halbzeit, ersten Tag da, die erste Woche und gehe zum Portfolio erstellen. Und da kannst du jetzt diesen Link abgeben. Kann ich, glaube ich, nicht zeigen. Ich probiere schnell, wenn ich die Rolle wechsle, ob das geht. Rolle wechseln. Student. Ich dann das Menü bekomme für die Abgabe. Ja, tatsächlich hier unten Einreichung hinzufügen, da drauf gehen. Und dann beim Einreichungsinhalt einfach diese Adresse einfügen. Als Titel kannst du einfach schreiben Portfolio und auch mein Portfolio. Oder mein super Portfolio, kommt nicht darauf an. Am Schluss auf Änderungen speichern gehen und dann ist es auch schon vorbereitet für die gegenseitige Beurteilung dann gegen Ende des Semesters. Gut, ich glaube, das ist alles. Ich wünsche viel Spaß beim Nachvollziehen, beim Ausprobieren. Und wenn es Fragen gibt, kannst du die gerne im Forum auf Moodle stellen. Dann kann ich sicherlich auch das ein oder andere Hindernis auch aus dem Weg räumen.